Wer kennt es nicht? Kaum hat man im Leben mal was erreicht, taucht bestimmt irgendein neidisches Familienmitglied auf und will sich alles unter den Nagel reißen. Dass dies selbst im finsteren Mittelalter nicht anders war, zeigt die Legende um König Artus. Der bekommt es mit seiner Halbschwester, der Hexe Morgan, zu tun. In dem Midway-Titel Legion versucht sie, die Herrschaft über das Land an sich zu reißen. Dafür braucht sie das magische Schwert ihres Bruders Excalibur. Diesmal hat das Entwicklerteam der Seven Studios die Geschichte von König Artus aufgegriffen. Noch vor 3 Jahren haben einige der Jungs für Westwood an der erfolgreichen PC-Serie Command & Conquer gearbeitet. Echtzeitstrategie auf einer Konsole? Kann das überhaupt funktionieren? What we wanted to do with Legion was bring some of what we think is fun about. Mit Legion wollten wir motivierende Echtzeitstrategie so umsetzen, dass ein Konsolenspieler viel Spaß damit hat. Dafür darf ein Spiel in erster Linie nicht zu kompliziert sein und sollte mit wenigen Buttons und einer einfachen Benutzeroberfläche auskommen. Darüber hinaus war es unsere Motivation, etwas Neues zu erschaffen. Wir wollten unsere Erfahrungen im Strategiegenre einbringen und uns dennoch in eine neue Richtung entwickeln. Im fertigen Spiel sieht die ganze Sache dann so aus. Sie bewegen sich mit Artus durchs Land und kämpfen an allen Fronten gegen die Armeen ihrer Halbschwester. So müssen sie beispielsweise Feinde aus einem Dorf vertreiben oder verhindern, dass ein wichtiger Stützpunkt zerstört wird. Im Laufe des Spiels schließen sich dem König immer neue Charaktere an, die über ganz spezielle Fähigkeiten verfügen. Arthur, help her. She is important to your future. Do not let her die here. But she's a pain in the ass. Where are you going? Vor jeder der 12 umfangreichen Missionen wählen sie dann 4 Mitstreiter aus. Wenn sie die Kämpfer, Priester oder Zauberer nicht persönlich steuern, dann führen die Helfer von ihnen festgelegte Angriffs- und Verteidigungsstrategien aus. Ich glaube, das Besondere an Legion sind die Kämpfe als Team. Man führt einen Schwertkämpfer, einen Bogenschützen oder einen Zauberer mit seinen jeweiligen Fähigkeiten und Vorteilen aufs Schlachtfeld. Der Spielverlauf ist dabei nicht immer derselbe, sondern sehr abwechslungsreich. Man kann mit seiner Gruppe jeder Situation anders begegnen. Das ist das Spannende, Spaßige und Neue an Legion. Just the ability to customize how I face a situation, I think it's very exciting, it's very fun. It's different, it's new. Grafisch präsentiert sich der Titel allerdings eher durchschnittlich. Texturen, Effekte und Sound sind nicht sonderlich überragend. Die Animationen allerdings gut gelungen. Leider bewegen sich die Figuren ein wenig träge und bleiben gelegentlich an Hintergrundobjekten hängen. Ärgerlich, wenn sie erst einige virtuelle Kilometer später die Abwesenheit eines Mitstreiters bemerken. Der Spielverlauf an sich ist dagegen durchaus motivierend. Rollenspielelemente wie das Aufwerten ihrer Charaktere mit wachsender Kampferfahrung ergänzen das actionreiche Gameplay. Man kann Legion nicht einfach in eine Kategorie packen. Es gibt für so eine Art Spiel keinen vorgefertigten Entwurf und kein Vorbild. Ich hoffe aber, dass die PS2-Spieler Spaß daran haben werden und dass der Titel vielleicht irgendwann sein eigenes Genre findet.